wirklich Adventure-Bergwanderung heute. Du siehst, da geht es jetzt nochmal steil hoch die letzten Meter. Also volle Konzentration. Servus miteinander. Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier am Parkplatz Ettaler Sattel geparkt. Und natürlich der Jaxi ist halt wieder mit dabei. Kleiner Berghund. Also Jaxi war ja noch nie ein Fan vom Autofahren, aber momentan ist gerade echt schlimm. Wer weiß dann daheim schon, dass es zum Autofahren geht und dann zittert er richtig und knurrt und ich weiß nicht, vielleicht hat jemand einen Tipp, was ich noch machen könnte, weil es erst seit kurzem so, obwohl eigentlich nichts vorgefallen wäre jetzt im Auto. Deswegen, vielleicht hat jemand einen Tipp, was man da noch so machen kann, dass ich es dem Kleinen ein bisschen angenehmer gestalte. So. Ah, da ist schon angeschrieben, Brünstelskopf mit 3,5 Stunden. Schauen wir mal, ich habe jetzt meine Schneeschuhe im Auto gelassen. Weil beim Autofahren hierher, also sah es jetzt nicht so besonders schneebedeckt aus. Deswegen habe ich die Schneeschuhe im Auto gelassen. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Aber wir werden sehen. Da geht es weiter hoch. Da bin ich auch mit Michi schon zum Ochsensitz. Da kann man dann bis zur Notkarspitze laufen. Aber für uns geht es diesmal hier weiter. Fluss. Jetzt ist da ein riesen Laubhaufen, über den müssen wir jetzt drüber. Ah, unten drunter ist Schnee. Das war mal eine Lawine. Hier sind einige Lawinen runtergekommen. Also müsst ihr aufpassen, wenn da noch mehr Schnee liegt hier, weil das ist ziemlich steil. Lawinengefahr beachten. Schüpf dich, Alte. So, die breite Vorstraße ist vorbei. Jetzt geht es in einen Pfad über. 42 Minuten haben wir bisher gebraucht. Sind 2,83 Kilometer. Also man könnte auch, wenn keine Lawinen rumflacken, könnte man hier auch mit dem Fahrrad bis hier hinfahren. Ein bisschen sparen. Weil das geht mal ein bisschen bergauf, mal ein bisschen bergab. Meistens geradeaus. Das waren jetzt 110 Höhenmeter. Nicht wirklich viel. Das ist wieder ein Wegweiser. Ist jetzt bloß noch die Notkarspitze und die Rossalm angeschrieben. Das sind nicht Spurchecks. Ah, okay, dann müssen wir dann darüber, über den Fluss. Jaxi, da müssen wir lang. Ich weiß, du bist kein Wasserfreund. Aber du machst das richtig toll.
super. Gut gemacht. Da geht es jetzt dann weiter. Also man sollte hier schon ein bisschen Orientierungssinn haben. Jetzt geht es nämlich hier lang. Die Karte ist auf jeden Fall nicht schlecht. Für Anfänger ist es auf jeden Fall nichts. Da sind immer mal wieder Markierungen. Ah, da vorne auch wieder. Ganz gezählt. Aber wie gesagt, ein bisschen Orientierung sind. Schade nicht. Und man sollte keine Angst vor Wasser haben. So, genau. Da drüben geht es jetzt weiter, da wo der Baum umgefallen ist. Da sehe ich nämlich eine Markierung wieder. Jack, wir müssen darüber, wieder durchs Wasser. Heute hast du eine Wasserprobe, gell? Da sind wieder Markierungen. Also immer gut die Augen offen halten, wo es weitergeht. So, da geht es zur Notkarspitze. Da ist sogar ein Drahtseil angebracht. Man sollte halt die Beine heben. Kann man sich dann festhalten, wenn es rutschig ist. Vom Sturm wieder viele umgefallene Bäume. Mal her, hochheben. Da muss ich dich jetzt drüber heben, weil ich kann nicht unten durchkriechen. So. So, dale. Wirklich Adventure-Bergwanderung heute. Heute ist alles dabei, gell? Jetzt kann ich weitergehen. Kommst du klar? Gut, ich glaube, das müsstest du eher mich fragen. Geht es jetzt nach Oberau und zur Nukaspitze müssen wir uns jetzt wieder halten. Ich weiß gar nicht, warum das Brünnstelkreuz nicht mehr angeschrieben ist, aber wahrscheinlich werde nicht so bekannt ist. Deswegen müssen wir trotzdem
Jaxis Popoloch wird zensiert von einem Blatt. Zu kleiner Tarzan. Hätten wir mal einen Blick auf die andere Seite rüber, einen schönen. Aber momentan ist sehr unspektakulär, also es geht die ganze Zeit so durch den Wald. Deswegen brauche ich da nicht so viel filmen, weil es immer, das Gleiche ist. Meistens auf der Ebene, ein bisschen geht es bergauf. Meine Uhr spinnt, weil laut meiner Uhr wären wir schon 1006 Höhenmeter gelaufen. Das kann aber nicht sein. Schnee, toll, gell? Oben kommt noch ein bisschen mehr Schnee. Und mehr Fun. So, da trennen sich jetzt die Wege. Zur Notkarspitze geht es dann nach rechts. Brünschelkopf, 1,75 Stunden. Da lang. Da kommt man dann auch zum Schafkopf, wo wir erst waren. Aber ich wollte jetzt zum Brünstelkopf, wollte ich diesmal einen anderen Weg gehen, nicht über den Schafkopf. Deswegen habe ich mir den ausgesucht. Ich habe so das Gefühl, wir kommen jetzt gleich an die frische Luft, wollte ich sagen. Das ist immer schon lang. Wir kommen jetzt gleich Richtung Sonne, aus dem Wald raus. Schaut zumindest danach aus. Komm, Jaxi, in die Sonne. So, müssen wir lang. Da geht's nach Garmisch, Verkant, Pflegersee. Da müssen wir lang. Brünstelkopf. Und da geht's dann zum Schafkopf. 40 Minuten noch. Anderthalb Stunden haben wir jetzt noch. Könnt hinkommen. Von der Zeit jetzt, wie es angeschrieben ist. Mal kurz Päuschen machen, weil ich habe ein bisschen Hunger, also gibt es Gummiwürmer. Da drüben sieht man ganz gut die Notkarspitze. Für uns geht es jetzt weiter hier hoch, aber ich sehe ein Ende. Mega, da oben. Da geht es jetzt noch hoch. Coole Sache. Boah, das war jetzt schon ein bisschen kräftig hier an die hoch. Besonders mit dem Schnee, wenn man immer aufpassen muss, dass man nicht wegrutscht.
aber richtig schön Panorama hier. Da spitzelt die Zugspitze raus. Sehr schön. Das ist immer so ein tolles Gefühl, wenn man das Gipfelkreuz sieht. Es könnte zwar noch ein bisschen dauern, weil es schaut immer näher aus, als es ist, aber das ist schon mal eine Freude. Ihr seht, da geht es jetzt nochmal steil hoch die letzten Meter. Also volle Konzentration. Aber das Panorama ist hier schon mal mega. Also es ist zwar eine mittelschwere Tour, aber im Winter würde ich sagen, gerade wenn es jetzt so glatt ist wie heute, ist der Gipfelanstieg schwer. Wenn man sich nicht zutraut, lieber umdrehen. Aber ich habe mir jetzt immer selber Spuren gemacht. Wenn den vorhandenen Spuren, die waren so rutschig, deswegen habe ich selber meine Spuren gemacht. Dann war es okay und viel Zeit habe ich mir gelassen. Also das sollte man auf jeden Fall tun und einplanen und nicht, oh, dass der Gipfel hochstürmen, sondern Zeit lassen und wirklich bedacht hochgehen. Aber bevor ich jetzt zum Gipfel gehe, nehme ich noch ein Schlückchen von meinem noch kühlen Radler. Oh, das habe ich mir jetzt verdient.
Gipfelschnäpsle auf unseren oder auf meinen edlen Spender, den Enzian Hornsee. Ein Abonnent von mir. Viele liebe Grüße. Jetzt wird da probiert, der Zirbenschnaps. Prost. Sehr stark. Ja. Sehr stark. Wir genießen jetzt noch ein bisschen das Panorama. Wir haben jetzt übrigens 3 Stunden 20 hochgebraucht. Und wir haben jetzt 45 Minuten Pause gemacht. Jetzt geht es weiter. Und zwar gehen wir jetzt einen anderen Weg runter. Das ist das Brünstelkreuz. Und wir gehen jetzt, da drüben ist der Brünstelkopf, über den steigen wir nämlich jetzt ab. Ist dann praktisch hier so der Gratweg, da wo der jetzt da drüben läuft. Auch eine schöne Sicht zur Zugspitze. Auf jeden Fall da drüben, da ist der Brünstelkopf und dann geht es da wieder runter. Das ist noch eine kleine schöne Gratwanderung. Auch wenn ich die ganze Zeit einsink, aber der Schnee ist jetzt natürlich sehr weich geworden. Aber da muss ich jetzt durch. Da die letzte Erhebung und dann geht es hier bergab. Man könnte da noch 3 Gipfel mitnehmen, und zwar die Notka-Spitze, die Ziegspitze, glaube ich, und die Ochsen und der Ochsensitz. Aber oh, Jaxi, brauchst du ein Päuschen? Also tut sie sich abkühlen. Vielleicht im Sommer, aber heute nicht mehr. Jetzt sind wir auf dem Brünstelkopf. Gut, deswegen haben sie das Kreuz da unten wahrscheinlich hingemacht, wenn man da besser sieht. Und hier ist auch eine mega Bergsicht. Da kann man jetzt auch weitergehen zum vorderen Felderkopf, wenn man das möchte. Aber wir gehen jetzt wieder zurück. Genau, Richtung Notka-Spitze, Rossalm, Hasenjöchel, die Richtung. Hasen.
Knochenjöchel ist das hier irgendwo. Ich dachte, ein bisschen woanders. So. Ich hoffe, das ist nicht ganz so steil wie der Aufstieg. Der Abstieg. Das ist jetzt ein bisschen schwierig hier, der Abstieg, weil keine Spuren mehr vorhanden sind und es ziemlich steil ist. Schauen wir mal, wie es da drüben ausschaut. Ja, da sind Latschen, aber auch nicht viel besser. Ich werde jetzt einfach ein bisschen zickzack gehen hier, dass nicht so steil ist. Gell, Jaxi? Also hat leider doch nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Bin jetzt wieder oben am Brünstelkopf und jetzt gehe ich den Weg zurück, wo wir hergekommen sind. Weil das war mir jetzt ein bisschen zu gefährlich, weil es zu steil war. Genau. Und mit dem Schnee weiß der nie, nicht, dass da mal Gleitschneelawine oder so losgetreten wird. Deswegen lieber nicht. Geh mal wieder auf den normalen Weg zurück. So, wieder hier angekommen. Können wir uns jetzt endlich mal auf dem Runterweg machen. Also in meinen Schuhen ist ein ganzer See. Ungefähr, weil ich jetzt im Rückweg noch schlimmer eingesunken bin. Jeden zweiten Schritt bin ich eingebrochen bis zum Knie. Dementsprechend so viel Schnee habe ich jetzt in den Schuhen. Und jetzt nochmal hier das schwierige Stück. Bin ich auch froh, wenn ich da unten bin. Also wir sind jetzt wieder hier unten und ich habe mir für den Rundweg jetzt Grödel angezogen, das war gut. Hier oben war es noch rutschig und ich werde jetzt auch auf jeden Fall die Grödel anlassen, bis wir diesen verdammten Schneeteil hinter uns haben. Ich glaube, so viel wie heute habe ich schon lange nicht mehr geflucht. Ständig singst du ein. Also, na gut, ist jetzt schon Nachmittag, gell? 20 vor 2. Der Schnee ist jetzt richtig weich geworden. So, jetzt sind wir wieder hier an diesem Forstweg angelangt. Haben alles hinter uns gelassen, Gott sei Dank. Also die Tour ist eigentlich an sich ganz schön, aber ich war heute echt genervt von dem Schnee. Deswegen habe ich jetzt, momentan bin ich bloß genervt davon. Aber ich würde sie empfehlen, eher im Sommer zu machen. Weil im Winter, ja, wie ihr gesehen habt, ist der Anstieg ein bisschen schwerer, gerade wenn es glatt ist. Deswegen würde ich eher empfehlen, Sommer. Genau, da kann man auch den Grat dann schön machen, ohne Schnee, ohne dass man die ganze Zeit einsinkt. Und dann hinten runterlaufen, so wie ich es eigentlich geplant hatte. Ja, also die Höhenmeter stimmen bei mir nicht, da muss ich jetzt mal nachschauen. Die nehme ich halt dann von Outdoor Active. Wir sind jetzt fast 4000 Höhenmeter gelaufen, also Respekt, Checks an uns, dass wir das in der Zeit geschafft haben. So, das hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Nee, aber genau, lasst doch ein Abo da und einen Daumen und dann vielleicht kommt jetzt noch die Vorschau aufs nächste Video. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Geht's euch! Sexy Pitti. Wo willst du hin? Gut, dass du angeleint bist.